Im Südwesten Englands, Cornwall, trifft man immer wieder auf die Spuren einer legendären Gestalt. Englands berühmtester Promi, jedenfalls für Geschichtsinteressierte, ist sicherlich König Artus. Und wo könnte man ihm näher kommen als im legendären Tintagel, seinem Geburtsort, sollte er denn jemals gelebt haben? Ein Platz, um der Fantasie freien Lauf zu lassen, denn erhalten ist nicht mehr viel. Nach der Artus-Sage fand hier in Tintagel die Zeugung König Arthurs statt. In den Tagen von Uther Pendragon versteckte der Herzog von Cornwall seine Frau Igraine hier. Die aber begehrte Uther für sich. Also verlieh ihm der Zauber Merlin das Aussehen des Herzogs und es kam zur Zeugung König Arthurs. Zeitgleich fiel der Herzog von Cornwall in einer Schlacht. Wie kann man sich die Küsten Cornwalls entlang stilvoller bewegen als mit einem englischen Klassiker? Seit 1936 bauen die Briten den Morgan 4-4 fast unverändert. Damals baute Harry Frederick Stanley Morgan sein erstes echtes Automobil mit 4 Rädern und 4 Zylindern, deswegen Morgan 4-4. Leicht, touristisch und offen ist der Morgan noch heute. Die berühmteste archäologische Stätte des Landes, Stonehenge. Kein anderes Relikt prähistorischer Zeit hat die Fantasie der Menschen so angeregt wie diese Anlage. Welchen Zweck sie hatte, das ist immer noch umstritten. Fakt ist, dass mehrere der Steine nach den Positionen der Sonnenwende und Tag- und Nachtgleiche ausgerichtet sind. Das dürfte auf die Nutzung als Observatorium hindeuten, um den bestmöglichen Zeitpunkt für Aussaat und Ernte zu bestimmen.